Haben wir jetzt am Telefon die zweite Sabine für heute Morgen. Herzlich willkommen, hier ist der Bernd Schumacher. Ja, moin moin. Moin moin. Sabine, alles klar? Ja, wunderbar. Ist doch schön hier, Buchstaben selber malen, Zahlen selber malen und so. Ich meine, früher mit Schriftgenerator kann das ja jeder, aber so von Hand und so hat er was Schönes, oder? Richtig. Wir klöppeln uns eine Sendung. Sabine, zum ersten Mal heute eingeschaltet oder schon öfter zugeschaut? Nee, zum zweiten Mal. Aha. Vor 2 Wochen ungefähr. Aha, eine Wiederholungstäterin. Richtig. Wie gefällt Ihnen unsere Sendung? Super, ja. Super. Wir sind hier ein bisschen verrückt, Sabine, aber so ist halt das Leben, ne? Wen darf's denn sein? Die Kartenlegerin? Ich wollte gerne eigentlich gerne am liebsten beide, aber das geht ja nicht. Ich wollte gerne sonst Karten legen. Also fangen wir mal mit der Claudia an. Wenn es noch eine Nachfrage an die Ruth gibt, gucken wir mal, ob das zeitlich noch funktioniert. Dann Claudia und die Karten. Es geht los. Guten Morgen, Sabine. Guten Morgen. Was darf ich für Sie tun? Liebe Partnerschaft. Liebe Partnerschaft. Gibt es einen Herzenspartner? Nein, ich habe tierischen Stress mit ihm. Aber es gibt einen Herzenspartner. Nicht mehr. Nicht mehr. Sollen wir da auf einen neuen Partner schauen? Ja, bitte. Oder? Alles klar. Aber Sabine, irgendwie mit den Jungs haben sie doch alle immer nur Probleme, oder? Das stimmt, ja. Ich habe leider schon das zweite Mal das Pech. Sind wir Jungs denn so schwierig? Manche schon. Es ist ja so. Ja, wie jetzt die hier, Männer, die Frauen. Oh. Kommen vom Mars und die Frauen von der Venus. Und das sagt ja schon alles. Ja? Ja. Ach so. Was ist denn jetzt besser, Mars oder Venus? Keine Ahnung. Das besprechen wir in der nächsten Sendung. Okay. Genau, hier. Gut, Sabine, dann möchte ich Sie bitten, dass Sie sich Ihre Frage stellen. Ja. Und mir dann, wenn Sie ein gutes Bauchgefühl mir gegenüber haben, einen Stopp geben, okay? Gut, ich fange an zu mischen. Claudia, ja. Da ist jetzt eine Karte rausgefallen. Ja. Ist das gut oder schlecht? Okay, nee, da habe ich nicht aufgepasst. Ist wurscht. Das ist okay. Jetzt wurscht. Voll gut. Wurscht. Okay, Sabine, ich fange an, ja? Okay. Okay, ich lege aus. So. Also ich habe hier, dass Sie denken, dass das Ganze halt auch vorbei ist, die bestehende Beziehung. Für mich und, schon. Ja, nee, ich sage, und dass Sie auch, sage ich mal, schon mit Schmerzen dem Ganzen entgegensehen. Also es hat Ihnen schon an der Seele und so ein bisschen auch an Ihrer Gesundheit gekratzt. Sehen Sie das, Sabine, das Ganze hier? Ja. Aber ich denke mir, von dem Mann bekommen Sie nochmals eine Nachricht. Also das ist nicht ganz vorbei. Nee, das kann auch nicht ganz vorbei sein. Wir haben noch eine Tochter zusammen. Ja, und er versucht halt auch eine Klärung für das Ganze herbeizuführen. Und wie soll ich sagen, er versucht halt nochmal zurückzukommen. Aber ich denke mir, für Sie persönlich hat das Ganze ein Ende genommen und Sie möchten sich halt auch was nach was ganz Neuem umschauen, Sabine. Richtig. Was ich hier habe, Sie müssen das Ganze natürlich auch noch verarbeiten, weil da ist ja auch viel Schmerz, viel Streit dabei gewesen, ja. Ist gestern noch. Ja, und da wird es auch in Zukunft, wie Sie, vielleicht kann die Kamera das zeigen, auch noch Streitereien geben. Aber es wird für Sie zum Guten sich wenden, ja. Er wird es einsehen müssen. Und was ich halt auch für Sie habe, das ist, ab den kalten Wintermonaten wird es jemand Neues für Sie geben. Sehen Sie, die Wintermonate, dann der neue Partner. Und wenn Sie sich auf den einlassen können, sehe ich dann auch hier, dass das Glück für Sie in Form der Partnerschaft auch nochmal auf Sie zurückkommt. Gut, vor 2 Wochen wurde mir gesagt, ich würde jetzt so Juli, August jemanden kennenlernen. Kennenlernen wohl, aber ich habe ja nach einer festen Liebe geschaut, ja. Mhm. Und ich meine, Sie sind eine sehr attraktive Frau, da mangelt es Ihnen ja nicht an Bekanntschaften, aber wir wollen ja doch was Festes, ja, wo Sie halt auch wissen, dass sie dorthin gehören. Und diesen Mann habe ich in den kalten Wintermonaten. Mhm. Ja. Männer lernen sie en masse kennen. Sabine, stimmt das? Laufen die ihnen rudelweise nach? Also im Internet waren es seit Ende letzter Woche 4. Na, sehen Sie? Sabine, also heißer Feger, kann ich nur sagen, oder? 4 Stück in der Woche. Ich werde verrückt, mein Gott. Mit einem schreibe ich jetzt momentan auch meistens noch. Na gut. Doch die anderen sind mir zu jung. Ach so. Aber sie hat die Wahl.
Aber Sabine, alt werden Sie doch alleine. Das ist richtig, aber wenn er 22 ist und nicht 41. Oder 33 und nicht 41. Für, und die nur an das eine denken. Für Madonna oder J-Lo wäre das kein Problem. Je jünger, je besser. Das ist ein Trend. Also. Ja, ganz im Trend. Keiner kennt sich da aus. Der weiß, wie das bei den Promis ist. Und bei der Normal ist mittlerweile ja auch. Also ich meine, da achtet man nicht mehr so drauf. Ja, wenn es funktioniert, wenn man sich gut versteht. Ja, das wurscht, ja. Okay, sorry. Keine Frage. Könnte ich Ihnen jetzt etwas helfen, Sabine? Ja. Gut. Wie gesagt, das eine noch müssen Sie ausstehen, das ist ganz klar. Das ist diese Beziehung, die bestehende, auch das Kind. Er will halt Sie zurückerobern, Ihr Herz zurückerobern. Ach, das aber, will er noch. Ja, das ja, kommt aber, mir momentan nämlich nicht so rüber, weil ich denke, er wird vor Gericht gehen wegen einer Besuchsrecht. Ja, das ist aber auch verletzter Stolz, so wie es hier liegt. Verstehen Sie? Und er hat ja auch Angst, Sie zu verlieren. Und da reagieren, egal jetzt Mann oder Frau, manche Menschen doch nicht sehr schön. Aber Sie werden das Ganze schaffen. Und wie gesagt, ab den kalten Wintermonaten steht Ihnen dann die Liebe noch mal ins Haus. Aber also vorher genug Männer, mit denen Sie üben können, sag ich mal. Ja gut, mir wurde auch immer gesagt, er wird eifersüchtig sein. Also ja, ist er. Ja, Sabine, bei dem Männerandrang bei Ihnen, dass Sie das noch sortiert kriegen, da brauchen Sie schon die Karten. Das ist mir klar, warum Sie hier anrufen. Aber trotzdem, viel Spaß. Genießen Sie die Jungs, wenn sie auch reihenweise kommen. Das ist doch dürfte ich vielleicht noch mal wegen meinem Geburtsdatum und die Astro noch gehen? Sabine, nicht böse sein, aber wir haben so viele Anrufer. Einfach noch mal durchtelefonieren. Vielleicht kommen Sie ja nachher noch mal durch, ein bisschen später. Ja, dann versuche ich es vielleicht morgen noch mal. Oder morgen noch mal. Gerne, ja. Sabine, jetzt noch ein bisschen schreiben. Die Jungs warten schon, ne? Okay, danke. Sabine, ciao. Okay. Okay.